Robert, unser Eiskunstläufer, hat seinen ersten Saisonhöhepunkt überstanden, nämlich die deutschen Meisterschaften. Und ja, welche Ergebnisse er dort erbringen konnte, das wird er uns jetzt im genauesten erklären. Ja, ich war bei der deutschen Meisterschaft 2014 und in Oberstdorf. Und mein Ämterergebnis war, also ich bin 6. von 13 geworden und 7. von 13. Mein Kurzprogramm war nicht so gut. Ich habe in der einen Pirouette nur Level 1 bekommen statt Level 3. Das ist immerhin 1,5 Punkte Unterschied. Und dann habe ich auch meinen Doppelflip mit minus 2 gemacht. Also der war auch nicht so sauber. Da habe ich dann mein Bein abgesetzt. So, bei der Kühe, die waren dann schon viel besser. Da habe ich davor auch nochmal trainiert. Die war eigentlich soweit fehlerfrei, bis auf einen Touchdown. Da kriegt man dann minus 1 bis minus 2 drauf. Aber sonst bin ich insgesamt eine sehr gute Kühe gelaufen und habe mich dann auch noch um einen Platz gesteigert. Also nach dem Kurzbaum war ich 8. und nach der Kühe dann insgesamt 7. Ein Touchdown ist, beim Auslauf ist natürlich nur der rechte Fuß auf dem Eis. Und Touchdown ist halt, wenn man mit dem Oberkörper nach unten geht und dann eine Hand das Eis berührt. Ich war mit meiner Kühe, war ich sehr zufrieden. Also was heißt sehr zufrieden, sie war okay. Sie war gut, daran konnte man jetzt nicht so viel meckern. Aber mein Kurzprogramm ist, ja, da kann man auch sehr viel verbessern. Also mit dem Kurzprogramm bin ich nicht zufrieden, aber mit der Kühe schon. In 2 Wochen ist die Berliner Jugendmeisterschaft. Die findet wieder im Erika-Hess-Eisstadion statt. Und ja, darauf bereite ich mich gerade vor. Also Athletik ist natürlich sehr wichtig, weil man eine gewisse Grundspannung braucht. Und vor allen Dingen, umso stärker die Muskeln ausgeprägt sind und natürlich auch umso beweglicher man ist, umso geringer ist das Verletzungsrisiko. Das heißt, man wird nicht so schnell verletzt, wenn man mehr Kraft hat und auch beweglich ist, kann man sich zum Beispiel keine Zerrung einfangen irgendwo. Und wir machen Beweglichkeit 2-mal die Woche. Und ja, wir machen immer unterschiedliche Übungen wie Koordination, Sprint, Beweglichkeit, auch Kraft dann. Ja, ja, also ich trainiere jetzt wieder Doppelachse. Ich habe da mit der circa 1 bis 2 Monate aufgehört, weil ich auf den Stiez gefallen bin. Und vor der Meisterschaft wäre ich da dann nochmal raufgefallen, dann ja, hätte ich wahrscheinlich nicht starten können. Und aber jetzt, seit 3 Tagen, trainiere ich ihn wieder und macht auch schon gute Fortschritte. Zur Berliner Jugendmeisterschaft werde ich ihn auf alle Fälle probieren. Also denke ich mal, dass ich ihn probieren werde. Ob er dann klappt, werden wir ja sehen. Go for Gold wünscht seelischen Beistand beim Doppelachseltraining. Der Doppelachsel ist nämlich bei den Eiskunstläufern meistens so der erste Knackpunkt einer Eiskunstläuferbiografie. Und ja, deswegen sind alle Daumen gefragt und wir wünschen Robert viel Spaß.